Servus alle miteinander, herzlich willkommen zum Bahnstichtag. Ja, wir sind jetzt seit ca. 6 Wochen mit unserer Ernte fertig und wir haben jetzt auch schon viel Bodenbearbeitung gemacht und sind jetzt mittlerweile auch schon voll mitten in der Wintergerstenaussaat. Der Acker zum Beispiel da wurde ja mal gepflügt und einmal mit der Ecke abgeeckt. Schaut echt gut aus, aber jetzt schauen wir mal unten rein. So, da habe ich jetzt schon mal meinen Spatenstich. Das ist das Loch, wo er raus ist. Wie man sieht, es ist eigentlich kein Loch mehr, es ist alles schon wieder zugefallen. Und zwar hat unsere Pflugmaßnahme wirklich das gemacht, was sie machen sollte. Also, der Boden ist locker, der fällt wieder zusammen. Unten, also die überbliebenen Ernterückstände, die noch an der Oberfläche sind, sind gut eingemischt worden. Ja, also es ist schon wieder sehr trocken. Also das Wichtigste ist halt, dass ein abgesetztes Saatbett da ist, dass quasi wieder Bodenschluss da ist und quasi Wasser aus dem Boden, aus dem Untergrund wieder ans Saatkorn ranreichen kann. Sonst vertrocknen heute diese Pflanzen wieder. Aber bei uns, der hauptsächliche Boden, wo bei uns vorkommt, ist jetzt der, was wir da haben zum Beispiel, ist ein stark sandiger Lehm. Also er ist auch leicht bearbeitbar, immer relativ schnell nach einem Regen wieder befahrbar. Also maximal 2-3 Tage, wenn dann warmes Wetter ist. Braucht nicht viel Kraftstoff und die gängigsten Früchte wachsen eigentlich immer einfach, ohne dass man viel Bodenbearbeitung machen muss oder viel Kosten in die Hand nehmen, dass man da wirklich gescheite Pflanzen herbringen. Der Jura, wir haben jetzt da Eck, da liegen jetzt fast keine Steine. Drehe ich mich mal um, laufe mal ein paar Meter und da sieht man schon, das sind die klassischen Steine bei uns. Nicht Kalksandstein, sondern Kalkstein. Das sind schon relativ große Steine immer. Das ist halt das typische Jurabild. Da kommt noch der Spruch, es gab viele Steine und wenig Brot. Ja, wenn man viele Steine hat, hat man meistens immer erschwerte Bedingungen gehabt, dass man wirklich gescheite Pflanzen herbringen. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal eine Besonderheit. Ich muss jetzt aber 10 Kilometer weit fahren. So, da wären wir wieder. Der Acker, der hat einen richtigen Rotstich. Und ich vermute ja mal, dass da in dem Boden ein relativ hoher Eisengehalt ist und das quasi diese rote Färbung macht. Das ist ein reiner Sandboden. Der Nachteil von den Böden ist jetzt, wenn es sehr trocken ist, dann geht dann schneller mal das Wasser aus und darauf können dann die Pflanzen sehr schnell vertrocknen oder halt einfach wenig Ertrag bringen. Jetzt wollte ich noch ein Fazit abgeben zur Ernte dieses Jahr. Also sie war sehr durchwachsen. Sommergerste, also die war bei uns, habe ich auch von anderen Leuten schon gehört, dass die Sommerungen, also wie Sommergerste und Hafer, ziemliche katastrophale Nullpartien waren. Aber dafür sind Weizen und Wintergerste und Raps eigentlich wirklich echt sehr gut für die diesjährigen Verhältnisse ausgefallen. Es kommt halt auch wieder darauf an, wie war die Bodenbearbeitung und vor allem, wie war der Boden, also was für Boden ist es. Wenn es der Sandboden ist, da ist natürlich klar, dass das Wasser ausgegangen ist dieses Jahr und dass man da nicht so den riesen Reibach macht. Aber also wir können doch eigentlich nur sehr zufrieden sein dieses Jahr. Auf jeden Fall viele andere Informationen zum Boden gibt es ja natürlich auch wieder auf der Internetseite vom Bayerischen Bauernverband. Ja, ich hoffe, ihr habt wieder viel gelernt oder viele Informationen erhalten und wünsche euch auf jeden Fall einen guten Start in die neue Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.